Yo, Freunde, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video hier auf dem Kevin Spielt Kanal. Ich teste heute das allererste Mal die neue Fortnite Season. Und zwar ist jetzt Saison 2 in Kapitel 4. Ich habe tatsächlich keine Ahnung, was hier abgeht. Ich wollte eigentlich mit Dave spielen. Dave hat vorhin den ganzen Tag Fortnite gespielt und ist komplett tot. Deswegen gucke ich mich einfach mal selbst um. Ich würde sagen, als allererstes schauen wir einfach mal im Item Shop, was man da so cooles kaufen kann. Ein paar V-Bucks habe ich ja. Und Freunde, übrigens, ganz, ganz wichtig, wenn euch in Fortnite den Battle Pass kaufen wollt, tragt auf jeden Fall Creator Code Clash Games ein, würde mich sehr freuen. So, und ich würde sagen, als allererstes kaufen wir uns doch auch einfach mal den Battle Pass, oder? Den holen wir uns doch mal mit, komm, mit 25 Leveln direkt. Wenn schon, denn schon. Dafür haben wir gerade genug Sachen und haben den Battle Pass freigeschaltet. LOL! Oh mein Gott, okay, den nehme ich direkt, Digga. Der sieht sehr krass aus, dieser krasse Typ, Alter. Junge, sieht der krass aus. Okay, so, das sammeln wir mal einmal alles ein. Und, warte mal, jetzt kann ich nicht jetzt hier meine ganzen Battle Pass Belohnungen einsammeln? Belohnungen einfordern. Habe ich jetzt alle eingefordert? Kann ich nicht alle direkt auf einmal? Seiten einfordern. Belohnungen einfordern. Boom! Sehr gut. Okay. Komm, das rüsten wir jetzt einfach mal aus. Das der Nemesis-Würfel, Bruder, keine Ahnung. Die nächste Seite fordern wir auch noch mal kurz ein. Lol, da gibt es doch nur so einen Special-Skin. Der sieht krass aus. Was ist das hier? Schädeltron? Hä? Ausrüsten. Ausrüsten? Ausrüsten. Digga, krass. Die Seite können wir sogar auch noch einfordern. Was gibt's hier? Da gibt's auch noch so Sachen. Ein Erntewerkzeug. Noch mehr V-Bucks. Boah, der Hängegleiter sieht sehr krass aus. Und dann so eine neue Frau. Imani. Sieht auch ganz witzig aus. Digga, wie viele Sachen habe ich denn gekauft? Ah, okay, nee, mehr Sachen kann ich nicht kaufen. Okay, Freunde, und da sind wir direkt im Bus drinne. Und, Bruder, ist das hier unten alles neu oder was? Komm, dann gehen wir direkt einfach mal hier hin, da wo es neu ist. Ich habe wirklich keine Ahnung, ich habe mir nichts angeguckt. Ich habe nicht mal mir den Trailer komplett angeschaut, der jetzt hier gerade lief. Aber ich würde sagen, wir gehen raus und landen einfach mal hier direkt. Ich habe ein bisschen Angst, dass hier gefühlt wahrscheinlich alle landen werden. Aber ich muss es irgendwie hinkriegen, weil es sieht saukrass aus. Bruder, ist das Tilted Towers 2.0 oder was? Bruder, ist einfach Tilted Towers, ja? Digga, einfach Tilted Towers. Und schaut euch mal an, wie geil bitte dieser Hängegleiter aussieht. Junge, aber es ist ein bisschen am Lenken gerade irgendwie. Digga, ich will auf diesem großen Typen da landen. Alter, und diese chillige Musik so. Hä, wie cool. Junge, ich will auf diesem Typen landen. Was ist das? Einfach so ein Monster, Digga. Hä? Hey, hey, hallo, yo, was soll das denn jetzt? Bruder, ich will doch da unten landen, ja? Digga, ich bin einfach wieder 10.000 Meter in die Luft geworfen worden. Mega-Scam. Okay, warte mal, dann lande ich auf Medi-Haus. Ich lande auf Medi-Haus. Ich denke mal, es heißt Medi-Haus, weil hier ist einfach so ein Haar, ne? Wie ist ja damals in Tilted Towers auch. So, da ist direkt mal ein NPC. Moin. Okay. Boah, ich bin gespannt. Ich will, wie immer, Freunde, Top 50 ist auf jeden Fall mein Ziel. Gucken wir mal. Ah, hier ist die Kiste. Gucken wir mal, ob wir das schaffen. So, wir gehen hier direkt mal nach unten rein. Wir haben schon mal direkt eine Waffe. Das ist ganz gut. Was ist das denn? Schildblase? Hä? LOL! What? Digga, das ist krass. Einfach mal so eine... Hä? Digga, einfach mal so ein Schild, was jetzt hier drumherum um mir ist. Das ist crazy. Das ist krass. Aber sowas in der Art gab es doch auch vorher schon, oder nicht? Ah, es hält nur eine bestimmte Zeit, glaube ich, ne? Ist jetzt schon wieder vorbei. Okay, ich verstehe. Gut, aber ich muss mal nach unten, würde ich sagen. Oh! Oh mein Gott, wie knapp war das denn jetzt? Hier ist irgendwo auf jeden Fall eine Kiste, aber hier war auch ein Gegner, oder? Hä, wo ist die Kiste, Digga? Hier ist schon mal eine AR, oder? Lol, einfach Rotpunktgewehr, krass. Das sieht auch cool aus. Okay, wir haben schon mal einen Perk. Nehmen wir das jetzt einfach mal, leichter Finger. Okay, Mednebel, den nehmen wir mal mit. Okay. Oh, die Stadt sieht cool aus, muss ich sagen. Die Stadt sieht cool aus. Ah, besseres Gewehr. Ist das ein Gegner? Oh, das ist ein Gegner, ja. Ja, let's go. Austin, da hat sich's aber ausgeschossen bei dir. Boah, die Stadt ist aber cool. Die ist so ein bisschen so Asia-mäßig, oder nicht so? Bruder, hier ist irgendwie dicke Loot. Was ist das hier? Ah, Geld gibt's hier. Hier ist irgendwo einer. Ist über mir, glaube ich, oder? Okay, das Gewehr ist krass, glaube ich. Ah!
Mann! Digga, so eine Anspannung, ja? Komm, ich will noch eine Runde machen. Das ist aber cool. So, Freunde, wir sind jetzt in der nächsten Runde und ich habe mir tatsächlich dieses Mal Unterstützung geholt von einmal Kid Maeve. Hallo? Merhaba, Freunde! Und einmal einen Profi-Carrier und zwar den guten Twine. Was geht? Moin! So, und wir landen jetzt tatsächlich beim brutalen Bastian. Oh, hab meine Waffe fallen lassen. Oh, doch nicht. Aber wir sind übrigens jetzt immer... Ah, hallo! Ciao. Sehr schön, ich danke dir für deine Munition, Habibi. Ich habe vorhin so ein Rotpunktgewehr gehabt, das ist cool. Welches ist aktuell die beste Waffe, Twine? Von generell oder was willst du wissen? Von AR jetzt, dieses Schallgedämpft oder dieses mit dem Rotpunkt? Die Rotpunkt, denke ich mal. Die ist am präzisesten. Twine, wie kommt's, dass du dich so gut auskennst mit Fortnite? Boah, viel mit Dave spielen, ne? Du spielst mit Dave? Ich werde viel mit Dave gezwungen und streamen. Boah, ich würde, also, vertrau mir, ich würde jetzt erstmal keinen IQ-Test machen. Nein, Freunde, ihr wisst Bescheid, Dave, bester Mann. Ja, Dave, ich hätte ja eigentlich noch mit Dave gezockt, Freunde, aber Dave ist... Gäbe's Germany's Next Topmodel für Männer, dann wäre Dave dabei. Genau. Oh, der ist One-Shot. Hallo. Jungs, vielleicht kriegt ihr den. Hallo, Ahmed. Ja, komm, Kevin, komm, du musst hinterher. Bruder, wo denn? Hinten ist Action, ich weiß nicht, du schießt irgendwie gegen einen Vogel oder so. Ich dachte auch gerade, wo schießt du ein? Gegen wen schießt du? 19, da fliegt er. Der ist 1 HP, wenn ihr könnt versuchen. Oh, der hat Travis Scott Gleiter. Okay, Jungs, kommt mit aufs Jumppad. Bruder, wo bist du denn? Ach, da ist Jumppad. Oh, Mensch, Jumppad. Ich komme. Eine Sekunde, ich bin ein bisschen langsam, ja. Alles gut. Wohin jetzt? Wir machen das. Zu mir. Hier vorne, auf den roten Marker. Okay, ich bin unterwegs. Oh, da sind welche. Oh, Bruder, hier geht's ab. Ich hab einen. Ich hätte ihn nicht gut, dann kommen die Jungs. Oh, ich bin tot. Gib mir eine Minute. Twein, mach den weg. Hab ihn, Twine, du bist doch der Beste. Kevin, was ist passiert? Bruder, ich weiß nicht, ja. Da war einer und er hat nicht auf Ehre mich leben lassen. Obwohl ich gesagt habe, Bruder, ich gebe dir Battle Pass, aber er wollte nicht. Freunde, eine Sache. Schreibt mal jetzt in die Kommentare, was denkt ihr, um wie viel Uhr nehmen wir dieses Video auf? Ihr kennt ja, man hat ja, es gibt ja so eine normale Arbeitszeit. Ihr geht ja bestimmt so um 8 Uhr in die Schule und dann um 14 Uhr endet man oder geht man nach Hause. Was denkt ihr, wie viel Uhr haben wir jetzt gerade? Wer richtig redet, der Kommentar liken hier. Du darfst gar nicht den Zuschauern sagen, weil ich sonst meine Videos aufnehme. Also, das ist jetzt sogar gerade noch eine normale Zeit. Die ist jetzt nicht mal so schlimm. Ja, sie ist noch okay. Deine Verhältnisse ist noch okay. Und das Video soll übrigens morgen um 12 Uhr schon da sein, ne? Also. Stimmt, ja. Hast du so ein neues Schwert? Ja, sag ich doch. Das ist so ein ist das krass? Stimmt. Ist es so Gold? Hast du es noch nicht getestet? Nee, gib mal. Zack. So, mach mal in die Luft, dann siehst du es. Nein, Rechtsklick. Du bist angeschossen. Oh! Boah! Ja, das ist okay. Cool zum Jumpen. Hier hinten. Aber ich geb dir erstmal. Warte mal, ich. Na, oh, komm, den kriegen wir. Ah, schon? Haben wir. Habt ihr die? Ja. Das war gar nicht. Ich hab das jetzt einfach Polak, das Schwert. Nein! Warum? Bruder, du kriegst nicht wieder. Ich mach hier. Warte kurz. Junge, der ist geil. Okay, Jungs, wo gehen wir jetzt hin? Sind wir in der Zone? Okay, wir sind hier, Kopfgeldtafel. Was machen wir denn jetzt? Wir jagen jetzt diesen Prinzen. Rook Mine 6, okay. Oder ist sogar direkt in der Nähe. Ihr müsst mal in die Kommentare schreiben, Freunde. Was spielt ihr aktuell lieber? Einfach sagen, Brawl Stars mitbauen oder ohne? Fortnite mitbauen oder ohne bauen? Ich spiele mit bauen. Ja. Ich habe noch kein einziges Mal gebaut. Ja, ich auch nicht. Piste, komm her. Wo bist du? Aha, hallo. Oh, schau mal. Ah. Hier ist die neue Pumpgun. Ist die gut? Also, die soll schon gut sein, ja. Okay. Ich meine, die du jetzt hast, die ist auch gut. Schieß mal mit beiden und dann guck, welche die beste gefällt. Boah, Bruder, ich weiß nicht. Du kannst die behalten, die du jetzt hast. Die ist, okay. Ist glaub gut. Oder warte, ich geb dir meine. Nimm die pinke. Bruder, die ist brutal, Alter. Bruder, die sieht aus wie ein Skin. Ja. So früher als du Dreadlocks noch hattest. Ein bisschen aus wie Seville. Mal Leute, heute öffnen wir ein neues Pokémon-Pack. Grüße geht auf jeden Fall raus an Sammy an der Stelle. Bester Mann. Oha, was ist das da oben? Okay, Jungs, vertraut mir. Ja, die alte Loot Lake-Insel kommt jetzt da aus dem Rift gleich raus. Was? Wir müssen ein bisschen warten. Eine Insel? Aber da kommt eine Insel raus. Wie jetzt? Ihr müsst ein bisschen warten, das dauert ein bisschen. Weil der Rift ist gerade eben erst gekommen. Okay, müssen wir warten. Oh, da sind Gegner schon. Oder einfach eine ganze Insel kommt aus einem Rift raus, hä? Hilfe! Hey, aua! Ahmed, Bruder!
Okay, nice, Kevin. Der ist Ciao Ciao. Er trinkt gerade einen Healy hier. Twine, er macht Aua, er macht Aua. Er hat einen Shotgun. Twine, er macht miese Aua. Hier. Oh, warte. Er hat Shotgun. Bin? Nice. Sehr gut, da unten ist noch einer. Hier, genau vor dir. Okay, stabilo, ja. Digga, du bist einfach ein. Oh, da ist doch irgendwo jemand. Ja, ja, alles gut, wir kriegen das. Er hat Legend-Skin, ist so ein Tryhard. Lass uns sterben, Bruder, ja. Nein, komm her. Okay. Oha, Kevin ist gleich. Bruder, ich habe 4 HP. Boah, Dicker, was ist das hier für krass? Oh, Jungs, die Insel ist da. was? Einfach so eine Insel wie Red. Okay, rauf da. Ich will auch hoch. Wow, das Mörderhaus. Das originale Mörderhaus. Legendär. Immer wenn ich zocke, ist legendär. Hä, was passiert jetzt hier? Was ist das? Ich weiß es nicht, aber wenn das so auflädt, dann muss man immer warten, bis es zu Ende ist. Oh. Und jetzt ist es fertig. Oha, tschusch! Bruder, was ist diese? Bruder, er hat aber mies gegönnt, ja? Loot. Achmed, was haben wir gemacht? Wir haben einfach Glitch in der Matrix gefunden. Wir haben einfach das One Piece gefunden. Bruder, ich habe übertaktetes Impulsgewehr. Das klingt krass. Oh, ja. Das und hier sind noch irgendwelche Kisten unter uns. Ah, Zone kommt. Oh, ihr müsst aufpassen, Zone. Ihr könnt bitte schwettern, euch runterboosten. Dann kriegt ihr keinen Fallschaden. Wir sind bei mir, hallo, Hilfe bitte, Jungs. Hallo. Wir sind bei dir. Ich hab ihn ganz alleine geholt. Ganz alleine, ohne eure Hilfe. Gut gemacht. Da kommen noch welche. Pack die Laserschwerter aus. Einer ist tot von denen. Okay, jetzt hoch mit. Hoch. Angriff. Oh. Ich bin dreimal gegen die Wand gecrashed. Oh mein Gott. Jungs, der hat mir komplett den besten Pump gegeben. Ihr müsst das lernen. Ja, du kleiner Sohn! Löwe. Twine, wo bist du? Oh, warte mal. So eine Karte. Wir müssen Twine holen. Ja, ich verteidige, dass hier keiner kommt. Bruder, er macht Faxen. Bruder, jetzt sind das doch krasse Waffen. Alles glitzert. Oh, Achmed. Da ist ein Stormtrooper. Uah, in dein Gesicht, Junge. Sehr schön. Killer. Jungs, das ist ein Schachtel. Kann man ihn noch irgendwo reviven, Twine? Ich glaube nicht, der das aus der Zone. Nein, ihr kriegt das hin, da ist ein Slurptruck direkt daneben, der gibt euch wieder Full Life. Ich hol den. Achmed, komm! Okay, warte. Ich muss dich beeilen. Zone macht 5er Tick. Yalla! Achmed, yalla! Ja, lauf, du musst durchziehen, ich kann nicht. Achmed! Das macht keinen Sinn. Warte mal, schaffe ich das, Twine? Das schaffst du. Aber es wird ganz, ganz knapp. Kann sein, dass du stirbst. Warte mal, bist du noch Restart? Also. Ich bin Restart, ja. Wirf mich, Junge! Das schaffen wir nicht, Achmed. Zone Move. Lass mich zurück! Twine, nimm mein Loot! Nein, Junge! Das war der schlechteste Rebo, den wir jemals gemacht haben. Twine, holt das noch, Achmed. Vertrau. Wir haben ja auch gar nicht so gute Waffen. So, aber ich bin ja der Angelkönig. Wir holen einen Fisch einfach. Wir müssen uns jetzt hier einen Fisch holen. Du hast einfach die letzten zwei und ärgere das von... Oh, ja, oha! Oha! Bruder, gönn einfach einen Fisch. Vielleicht ist das so ein Noobie. Ist er ein Bot? Ich glaube, er ist ein Bot, oder? Ist er ein Bot? Oh Gott, ist der schlecht. Bruder, er ist ein Bot. Oh mein Gott, er ist ein Bot. Bruder, er macht einfach ein Bot, Digga. Freunde, lasst einen Daumen nach oben da. Schreibt in die Kommentare, Twine ist OP. Und tschüss.